Hallo, liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So, Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch? Hier haben wir wieder ein kleines Leckerli-Bierchen und zwar Kellerbier ist angesagt, ja, und zwar ein Altenburger. So, da haben wir es hier aus dieser schicken Flasche. Naturbelassenes Kellerbier, ne? So sieht das Ganze aus. Hier oben schöne Bügelverschlussflasche. Ja, der ganze Spaß hat 4,9% Umdrehungen, Wasser, Gersten, Malz, Hopfen und Hefe, kein Hopfenextrakt. So, und das Ganze hört auf den schönen Namen Karlis Kellerbier, naturbelassenes Vollbier. Ja, Altenburger Braukunst seit 1871. Ja, freue ich mich, wo habe ich es denn bekommen, wo habe ich es denn mitgenommen? Ja, ich habe es aus dem Getränkehofmann sollte es gewesen sein, wo ich es mitgenommen hatte. Ich war ganz überrascht, dass die da ein Bier zu stehen haben, das ich offensichtlich noch nicht kannte, weil auf Untappd ist es nicht eingetragen. Tasting Glass ist natürlich am Start und ich würde sagen, schnacken wir gar nicht so lange rum. Machen wir mal auf. Ich habe auf jeden Fall Bierdurst. So, Entspannungsverdampfung. Kommt auf jeden Fall raus. Ich denke, man kann es ein bisschen erkennen. Hoffe ich zumindest und ich lasse mal laufen. So. Ich mache mal so einen mittleren Einschank. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, ist ein Bier, gibt sich als Bier zu erkennen, Freunde. Wer hätte das gedacht? Ich zeige euch das natürlich auch, dass ihr mir auch glaubt. So sieht das Ganze aus. Und wir sehen schon, also wir kommen hier locker auf 2 Finger bis 2,5 Finger breite Blume. Das ist auch schön feinporig. Es ist ja cremeweiß das Ganze, schöne feine Lamellen, sehr fluffig und bleibt auch wirklich gut an der Glaswand haften. Das kann man hier wunderbar erkennen. Und von der Farbe her seht ihr auch schon, also die Trübe von der Hefe, die macht wirklich ganze Arbeit. Also es ist jetzt nicht hundertprozentig blickdicht, ne? Also ihr seht das noch, hier ist meine Hand. Ja, also es ist jetzt nicht hundertprozentig blickdicht, aber so 80-90% kriegen wir hin. Freunde, das sieht aber wirklich mal aus wie gezeichnet. Kategorie ist klar, Industriestandard. Aber so ist das so ein wirklich schön. Geht in so einen orangenen Farbton rein, so ein helleres Orange. Und von der Perlange her, von der Perlung her, perlt es gleichmäßig ab. Mittlere Perlung sieht also im Glas wirklich geil aus. Muss ich ganz ehrlich sagen, das macht mir richtig Bierdurst, ne? Also das sieht gut aus. Freunde, das möchte ich genauso bewerten. Also hier gebe ich erstmal locker 5 von 5 / 6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Das ist ein appetitliches Bier, finde ich. So, mal anschnuppern. Sehr aussagekräftig. Vom Bouquet her deutlich wahrnehmbar, sehr selbstbewusst. Brotnuancen rieche ich raus. Schönes, krustiges Brot. Brotigkeit. Weniger Getreide. Malzkörper ist nicht so süß, sondern wie es bei einem Kellerbier auch sein sollte, eher so ein bisschen würzig. Also jetzt nicht so krass würzig, pikant wie so ein Märzen, sondern eher tatsächlich so ein bisschen lieblich würzig. Das finde ich auch immer beim Kellerbier besser, muss ich sagen. Ja, Hopfen rieche ich überhaupt nicht raus. Angenehm, sehr angenehm. Also diese Brotnote, die dominiert hier tatsächlich vom Bouquet her. Und das müssen wir jetzt probieren, Freunde. Ich hab Bock drauf. Ihr Lieben, auf euch zum Wohle, auf das Bier und auf den Genuss. Oh, da wäre jetzt mal ein Direktvergleichstest interessant. Da fällt mir sofort was ein. Jawohl. Ah, okay. Kam ein bisschen später. Ach, das ist immer schön, Bier zu trinken, Freunde. Also irgendwie werde ich das jetzt schon vermissen. Das ist schon lecker hier. Okay, fangen wir mal an. Time for Magic. Also Freunde, was haben wir hier? Attribute, gemütlich oder dynamisch? Viele werden dieses Bier als Hybride bezeichnen wollen, das sowohl gemütlich wie auch dynamisch ist, weil es die Charaktereigenschaften schon besitzt, dass es ein recht
ja, ich sage jetzt mal, spritziges Bier. Das ist süffig und spritzig zugleich. Das läuft schon ganz gut. Dennoch vom Biersüffler die Empfehlung, die mich länger verfolgen, die wissen, worauf ich immer Wert lege, würde ich trotzdem sagen, es ist ein gemütliches Bier, weil eben schon noch ein bisschen feinere Nuancen, Aromaspitzen vorhanden sind, die wirklich erst zum Vorschein kommen, wenn man diesem Bier ein bisschen Ruhe, ein bisschen Zeit lässt, dass es sich entfalten kann, sprich eben auch Temperatur anziehen im Mundraum selbst, dass es einfach ein bisschen wärmer wird und Platz hat, sich auszubreiten auf der Zunge. Und belohnt wird man da durch ein wirklich cooles Aroma. Ich sage bewusst cool, weil das ist irgendwie sowas, es schmeckt nicht so rustikal. Es ist eher so ein bisschen progressiver, so ein bisschen moderner, wo so ein bisschen leichte Honignuancen durchkommen, schön eingebunden in diesen Malzkörper rein, der natürlich, man hat es beim Bouquet schon rausriechen können, wirklich ziemlich brotig daherkommt, ne? Hat aber trotzdem diesen Charakter von so einem Kellerbier, also eine richtig schöne Würze, schön lieblich abgestimmt und das macht wirklich Spaß zu trinken. Und jetzt habe ich schon gleich bei den ersten Schlucken, ihr habt es wahrscheinlich an meiner Äußerung schon gehört, ist mir sofort was in den Sinn gekommen, nämlich ein Direktvergleich, auch aus der gleichen Kategorie Industriestandard. Und da habe ich mir so die Überlegung angestellt, wie wäre denn dieses Bier mal mit einem Mönchshof-Kellerbier? Das ist ja, glaube ich, das meistverkaufteste, so steht es auf dem Etikett, glaube ich, drauf, ne? Oder das beliebteste, oder wieso? Irgendwas steht auf dem Etikett drauf und die beiden mal miteinander zu vergleichen, das wäre interessant, weil wirklich beide gut sind. Also die haben wirklich beide so eine gewisse Profil, so eine Charaktereigenschaft, da wo sehr viel Seele drin steckt. Und hier haben wir das auch. Natürlich macht da die Hefe auch eine ganze Menge aus, ne? Das ist klar. Ja, also von meinem Standpunkt aus ganz klar gemütliches Bier. So. Malzkörper habe ich schon angesprochen, ziemlich brotig das Ganze. Geht jetzt nicht so in diese stark gewürzte Richtung rein, sondern alles ist eher so ein bisschen abgeflacht, lieblich, finde ich gut, schön eingebunden für Industriestandardverhältnisse, wirklich solide und ordentlich. Fruchtigkeit kommt eher Bier Classics rüber, also so überreife Apfel, überreife Birne, sowas in diese Richtung, kaum auffällig. Nicht mehr als bei irgendwelchen anderen. Ja, und die Hefe da drin, die merkst du tatsächlich auch, die arbeitet sich richtig nach vorne. Auch das finde ich ehrlich gesagt beeindruckend bei einem Industriestandardbier. Und daran kann man mal wieder sehen, was wir hier in Deutschland wirklich für eine hohe Qualität haben beim Bierbrauen. Also das ist ja Wahnsinn. Ja, also. Das Einzige, was mich stört, und das hat, glaube ich, das Mönchshof-Kellerbier nicht, dass es ziemlich schnell abflacht hinten. Und das ist so die große Überraschung, wo ich mir jetzt nicht sicher war, ob sich das lohnt, so ein Direktvergleichstest. Weil das ist eh schwierig, davon jetzt nochmal eine zweite Flasche zu besorgen. Weil hier ist etwas im Abgang, was mich stört, dass es einfach zu schnell verflacht. Und das ist beim Mönchshof, glaube ich, nicht so. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich habe. Ich schenke mir nochmal kurz nach. Und das liegt hier nicht an der Hefe oder am Malzkörper, der zieht sich wirklich schön bis zum Abgang so richtig geil so ja nach hinten. Das ist richtig cool. Aber ich glaube auch ein Kellerbier darf ein bisschen Hopfenaroma, ein bisschen Hopfenfloralität vertragen. Das haben wir hier kaum. Also wenn man sich ganz stark konzentrierst, dann könntest du, ich sage bewusst in Anführungsstrichen, könntest du eventuell so ein paar Hopfennuancen vielleicht wahrnehmen. Also ein bisschen hopfiger im Abgang, sodass man einfach, wenn man runterschluckt und dann mit der Speichelneuproduktion noch einen schönen Nachhall, einen schönen Nachgeschmack hat von irgendwas. Also entweder vom Malzkörper oder vom Hopfen, von der Fruchtigkeit. Das ist ja Mumpitz. Mumpitz. Ja, so, das ist so Mumpitz, aber so, das wär's doch irgendwie. Ja, das haben wir hier leider nicht. Ist sehr flach nach hinten, das finde ich schade. Ich weiß gar nicht, was ist denn da bei Altenburger? Da hatten wir aber schon ein paar, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir die bewertet haben, aber das ist sehr hochwertig hier, muss ich wirklich sagen. Das ist ein sehr leckeres Bier. Haben wir schon eine Kellerbier Top 10? Ich weiß das gar nicht, weil ich weiß sowas immer alles nicht. Es ist furchtbar, ich weiß. Ja, Schön süffig ist es auch, ne? Also von der Textur her ist auch richtig lecker, schön geschmeidig, schön süffig. Das einzige Problem ist wirklich der Nachhall. Das ist hinten raus sehr stark verflacht. Also eine Krone-Bewertung ist klar, das geht beim Industriestandard hier nicht.
Also die Vernunft sagt, dieses Bier müsste 4 Punkte bekommen. Weil es besser ist, deutlich besser ist als Durchschnitt, das ordentlich ist, müsste 4 Punkte geben. Ich habe es ja zum ersten Mal getrunken. Ich finde es aber trotzdem irgendwie, ja, 4,5 würde ich am liebsten geben. Haben wir aber nicht. Also müsste ich mich entscheiden zwischen 4 und 5. Und in Anbetracht, dass so viele positive Attribute da drin zu finden sind, und das bei einem Industriestandard, das muss ich nochmal betonen, das ist jetzt hier kein Craftbier oder so, ne? Also deswegen, das ist schon hochwertig. Das ist schon leer. Also ich finde, es schmeckt einfach. Wenn ich mir das so vorstelle, mit den Kollegen jetzt so im Herbst auch, das mag ich. Freunde, ich gebe 5. 5 von 5, Schrägstrich, 6 möglichen Punkten, das ist es mir wert. Ich glaube, es ist sogar das beste Altenburger, was wir bisher ja getrunken haben. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Das war's mit diesem Biertest gewesen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Biersüffler.